Willkommen, liebe Gute-Laune-TV-Zuschauer, aber ja, zu einer neuen Therapiestunde auf der Gute-Laune-TV-Laber-Couch. Und neben mir sitzt die liebe Eva Luginger. Herzlich willkommen. Hallo, Karin, danke für die Einladung. Du bist ja nicht nur musikalisch jetzt im Studio aktiv und als Sängerin, du bist ja auch quasi Veranstalterin. Genau. Ne, die zweite Eva Luginger Schlagernacht. Was ist geplant? Ja, also es wird natürlich wieder eine Steigerung zu letztes Jahr geben, ganz klar, weil man will sich ja immer weiterentwickeln und den Leuten ja auch mehr dann wieder bieten. Wir haben einen tollen Partner, euch jetzt mit an Bord. Gute Laune TV, ja, präsentiert meine Veranstaltung. Da bin ich wirklich sehr stolz, weil, ja, also ihr seid einfach spitze, sage ich mal. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. Nee, und da bin ich echt ganz dankbar, dass ihr das macht. Und haben wir auch eine große Tanzfläche wieder mit dabei. Und eine Showtanzgruppe wird das Ganze tänzerisch eröffnen. Dann haben wir ein bisschen so eine kleine Autoshow mit dabei. Also es wird wirklich spannend sein. Und ja, und ich freue mich echt sehr auf den Abend. Aber du wirst ja nicht nur alleine auftreten. Wen hast du dieses Jahr an Künstlern im Gepäck? Also dieses Jahr habe ich den Michael Holm gewinnen können, unseren Mr. Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Patrick Lindner. Du bist die Musik in mir, das Lied. Und ja, die Tränkwalder natürlich. Sie ist so Tirol, voller Lebenslust und Fröhlichkeit, wild wie eine Alpenrose und voller Zärtlichkeit. Wir haben schon viele Anfragen von den ganzen Fanclubs, die aus Wien und aus Südtirol anreisen. Also ist wirklich toll, dass er nicht nur dann die Einheimischen kommen oder aus der Gemeinde kommen die Bürger, sondern auch von weit her. Und das lebt ja dann auch. Und deine Schlagernacht ist ja quasi auch der Auftakt zum Feldener Volksfest, was ja auch quasi so eine Institution da bei euch ist, ne? Richtig, genau. Also das war ja die Idee, dass wir es einen Tag vor dem Volksfest machen. Ist ein sehr tolles und beliebtes, vielbesuchtes Volksfest. Und da haben wir uns gedacht, machen wir so einen musikalischen Schlagerauftakt. Und dann, glaube ich, geht es 10 Tage nonstop durch mit immer verschiedenen Livebands und auch wirklich tolle Veranstaltungen. Also es lohnt sich quasi zur Schlagernacht zu kommen und das Volksfest noch mit. Auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Ich werde wahrscheinlich selbst fast jeden Tag dort sein. Wo müssen jetzt die Zuschauer anrufen oder auf welche Seite müssen sie gehen, um eine Karte zu ergattern? Genau, also es gibt natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Velden an der Vils, in der Gemeinde, wo dann auch die Schlagernacht stattfindet, über Eventim. Über meine Seite, das ist die www.eva-luginger.de. Da kann man auch Tickets bestellen. Man kann mich auch gerne über Facebook anschreiben, privat eine Nachricht, einfach Eva Luginger eingeben, Nachricht. Ich brauche 25 Tickets für die Schlagernacht. Und dann, genau, dann antworte ich auch gleich selber und schicke mir dann die Karten zu. Sehr gut. Also liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, auf der Seite von der Eva Luginger können Sie auch alle Infos über die Schlagernacht erhalten. Genau. Natürlich auch über unsere Website. Und wenn Sie Lust haben, dahin zu gehen, dann holen Sie sich am besten jetzt sofort eine Karte oder 25 Stück. Genau. Liebe Eva, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich jetzt schon auf die Schlagernacht, weil wir werden natürlich vor Ort sein. Natürlich, Gute Laune TV. Das ist wahr.